Tag 2 auf dem SV-Seminar, also der zweite Tag. Wir gehen jetzt geocachen. Los! So Leute, ich bin Max und Harvey und da hinten seht ihr vermutlich die Kapelle, die wir suchen. Ja? Es kann sich nur um Stunden handeln, dann sind wir endlich da. So meine Freunde, ja, wir haben endlich die Kapelle gefunden. Wunderschöne Kapelle hier. Ja, wir haben auch schon die Koordinaten ausgerechnet. Jetzt können wir weitergehen. So meine Freunde, wir sind hier wieder in Rohl-Lützing City, also der Innenstadt quasi. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem letzten und finalen Punkt. Und da werden wir jetzt mal weiter suchen. Das ist überhaupt witzig. So meine Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir wieder zurück im Schullandheim hier. Ja, wir haben den finalen Punkt am Ende gefunden, erfolgreich, gemeinsam mit anderen Gruppen. Es war ein sehr kooperatives und teamübergreifendes Erlebnis. Ja, wir haben leider nicht ganz gewonnen, aber wir fühlen uns auf jeden Fall alle wie Gewinner, weil wir alle Gewinner im Herzen sind. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen arbeiten. Mal gucken. Vielen Dank. Also mir hat das Geocaching gefallen. Also ich fand gut, dass da auch die Lehrer mitgemacht haben und nicht nur die Schüler alleine. Also es hat mir Spaß gemacht, als ich gemerkt habe, dass wir die Gruppe vor uns überholt haben. Als Kind mit meinen Eltern spazieren gehen musste oder auch heute noch, wenn meine Frau sagt, lass uns spazieren gehen, ich finde das total ätzend. Aber wenn man einem Ding hinterherjagen kann, was immer es sein mag, dann finde ich das total klasse. Also Geocaching ist auf jeden Fall eine Bereicherung dieser SV-Fahrt für mich. Bam! Türklinke!